Okay. Guck hier trotzdem alles ab, falls wir da irgendwas übersehen oder so. Ich glaube, es ist nicht so gut, dass wir die ganze Zeit unsere MP hier trainieren. Vielleicht müsste ich sogar nochmal zurück. Aber wir haben eigentlich Ether, ne? Ne, haben wir nicht, weil es mir viel zu teuer war. Ich glaube, ich müsste nochmal zurück, wenn das wirklich ein Dungeon ist. Groß ist dieses Gebiet hier, verdammte Hacke. Ich greife jetzt einfach mal lieber an, weil sonst dann doch die MP ausgehen sollten. Stark genug sind wir ja für die Viecher. Habe ich HP gesagt? Ich meine der MP. Aber vielleicht habe ich auch MP gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Instant Alzheimer, da ist die Höhle. Da ist wieder ein Luftschiff am Fliegen. Okay. Ich glaube, wir müssen einfach in die Höhle rein und hier ist nichts anderes. Ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, wie in alten Rollenspielen so die Welt immer so ein bisschen sehr klein war, dass es so wenige Städte und überhaupt Orte gab. Und dann denke ich auch an Final Fantasy VII. Und dann, es ist ja kein Spoiler, wenn man sagt, es geht in Final Fantasy VII Remake nur bis zum Ende von Midgar, weil das wurde schon von Anfang an so gesagt. Aber in den nächsten Teilen von Final Fantasy VII Remake, wie werden die das denn machen, wie werden die die Welt glaubhaft machen, wenn es irgendwie nur 5 Städte gibt auf der Welt? Es gibt mehr als 5, aber glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber so viele Städte gibt es gar nicht. Dass es irgendwie glaubhaft rüberkommt. Wir werden weiterhin angreifen, weil wir hier nicht so viel MP haben und wer weiß, wie lang die Höhle hier geht. So stark ist der Josef jetzt auch nicht, ne? Da sind wir alle so ein bisschen stärker als er. Aminu, obwohl er. Okay, jetzt haut er aber richtig rein. Ich wollte gerade meckern. Dass Minu mit seinem Knüppel schon ein bisschen stärker war. HP von Firion ist gestiegen, okay. Okay. Da setze ich mal Vita auf, warte mal. Auf alle ein. Die sehen nämlich alle sehr untot aus. Ich glaube, ich hätte sie auch so wegkloppen können, deswegen. Vita tötet nicht mal genau. Genug. Tötet nicht genug, also tötet einfach nicht. Okay. Gehen hier oben lang. Hier ist auch ein Item. 300 Gil. Es kann auch sein, dass im Original von Final Fantasy 2 es gar kein Ether gab, denke ich gerade. Weil in Final Fantasy 3 gibt es auch kein Ether. Das war nämlich, da kann ich mich richtig dran erinnern, dass das ein Pain in the DS war. Aber da gab es auch keine MP. Auch im DS-Remake nicht, sondern auch nur Benutzung. Im Angriffsvorteil. Was seid ihr für Gestalten? Eiszapfen. Ich denke mal, euch kann ich auch so weghauen, ne? Da brauche ich keine Magie unbedingt. Aber wenn ihr ein bisschen bedrohlich aussieht mit euren. Ah, Ärmchen da. Okay, erstmal das Item hier holen. 50 Geld. Geld ist ja schön und so, aber wie wär's mal mit einer ordentlichen Waffe oder sowas? Die man nicht einfach im Shop kaufen kann. Weil bis jetzt haben wir nicht irgendwie was bekommen, was so wirklich geil ist. Was man auch nicht bekommen kann in einem Laden oder so. Oder was wir noch nicht hatten. Wir haben hier und da mal Waffen bekommen. Oh, ich gehe so ungern in die Räume, aber okay, ich kann hier gar nicht mal aufmachen.
Vielleicht kommt man da später durch. Ich freue mich schon auf Türen hier in den Dungeon. Was ist so ein Unterschied zwischen Ghoul und einem Zombie? Außer dass der eine wahrscheinlich stärker ist als der andere. Okay, Stärke levelt auch. Ich war ja eine Zeit lang am überlegen, huch, ob Stärke auch gelevelt wird oder es nur über die Waffen die Stärke bestimmt wird. Aber die leveln auch, die. Der Stärkewert levelt auch. Ich hasse die Türen, weil wenn da nichts drin ist, ist das so ein Pain in the ass, hier wieder rauszukommen. Danke, dass du das Vieh nicht getötet hast, Josef. Das Gelbe gilt auch für dich. Dasselbe gilt auch für dich. Ich kann nicht reden. Dasselbe gilt auch für dich, meine Fresse. Was hier? Ich hasse diese Räume. Überhaupt hasse ich Räume in dem Spiel hier. Wir gehen erstmal rechts rum, weil mir mein Gefühl sagt, rechts ist eine Sackgasse. Und Sackgassen sind gut, weil da meistens Truhen warten, aber hier waren ja auch öfter mal Sackgassen, wo gar nichts war. Auch im ersten Teil war das öfter mal so. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die Angriffskünste von Maria so ein bisschen vernachlässigt, weil die trifft manchmal nicht oder wenn sie trifft, dann auch nicht so hart. Du musst auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Da geht's nach oben. Doch keine Sackgasse, so wirklich. Okay, einfach draufhauen. Weil wir wollen MP sparen. Für den Boss oder zum Heilen. Aber für Heilung haben wir ja Potions und sowas. Wir haben auch die ein oder andere Phönixfeder. Eigentlich müssen hier und da mal Leute sterben, damit ich Engel einsetzen kann. Oder levelt man auch Engel, indem man halt es einsetzt, aber auch niemanden wiederbelebt. Kann man einsetzen, ohne dass jemand tot ist? Engel. Fragen über Fragen. Goblin Wächter, Goblin und Granate. Dann greifen wir erstmal die Granate an, bevor wir irgendwas anderes machen. Weil vor Bombern habe ich immer am meisten Angst. Gab's im ersten Teil überhaupt sowas wie Bomber oder sind das wieder so Gegner, die es aus diesem Teil kommen? Im ersten Teil gab es ja auch Goblins, aber die sahen ein bisschen anders aus als die hier. Wäre schlimm, wenn nicht, wenn die einfach 1:1 alles übernommen hätten. Okay, ich glaube, wir sollten die Treppe nach oben gehen, weil da kriegt man, glaube ich, Items. Weil die obere Etage, da habe ich gesehen, dass da Items rumlagen, aber man kam da nicht so einfach dran. Deswegen, ich denke mal, nach unten geht's weiter, deswegen gehe ich ja erstmal noch nicht lang. Und dann gehe ich erstmal nach oben und dann gucken wir mal. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn wir angegriffen werden. Wenn wir... Okay, schon gut. Betäubt werden, das finde ich schon schlimm, aber okay, schon wieder scheiße. Wahrscheinlich, wenn wir angegriffen werden, ist die Betäubung geheilt. Oder nach einer Runde? Wahrscheinlich nach einer Runde, weil die Betäubung war sofort wieder weg, als die Runde vorbei war. Wie gesagt, wir gehen erstmal hier oben lang. Wir benutzen weiterhin normale Angriffe. Weil wir MP sparen. Das macht die Kämpfe aber nicht gerade sehr interessant. Weil ich einfach nur A-Hämmer, wie so ein Bekloppten. Und hoffe, dass es alles schnell vonstatten geht.
Bin auch überlegen, weil wir sowieso so stark sind, ob ich Schilde benutzen soll. Ich habe hier irgendwo eine Kiste gesehen, so links rum. Gut. Vielleicht sollte ich mit Maria Leute angreifen, wo ich weiß, dass sie sie tötet. Wie zum Beispiel hier so ein Goblin. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Maria so einen wegkriegt. War so eine Granate nicht? Vielleicht sollte ich Maria heilen, vielleicht auch nicht, hier mal, je nachdem. Wir gehen erstmal hier lang. Gut, hier ist auch eine Truhe. Eine Kampfaxt. Was tragen wir denn gerade? Eine Metallaxt. Die schlechter. Auch die Anleitung, also die Anleitung sei schon, die Beschreibung ist ja wunderschön. Eine Kampfaxt, eine Axt für den Kampf. Wow. Einfach poetisch. Da braucht man auch keine Beschreibung, wenn das so ein dummer Einzeiler ist, der nichts aussagt. Ich hoffe, dass Maria so einen Ballon wegkriegt und dass sie auch einen Ballon angreift oder den Goblin da. Aber bitte nicht die Granate. Die greift höchstwahrscheinlich die Granate an. Du Pflaume. Was kannst du überhaupt? Außer doof sein. Und das ist eine Menge. Okay, hier ist gar nichts. Wieso macht man da Wasser hin? Die Trickhäule erhalten einen unerwarteten Angriff. Wieder so eine Schildkröte? Ne, Granaten. Die können aber auch nicht explodieren oder so, ne? Da habe ich ja immer am meisten Angst bei Bombern oder bomberähnlichen Gegnern. Sogar zwei Angriffe von Maria können so ein Vieh nicht töten. Was zur Hölle? Bitte Angriff von Maria. Ah, oder auch nicht. Das wäre immer so das Schönste. Eiszapfen. Halt, wenn schlechte Werte sich erhöhen, wäre immer schön. Aber, naja, das passiert eher selten. Leider. Halt, die MP-Werte, die verbessern sich auch nicht so dolle. Also zum Beispiel sowas wie die HP von Josef. Ja, das muss ja trainiert werden, weil der nicht lange in unserer Party ist. Das macht voll Sinn. Aber die Verteidigungswerte sind teilweise ganz schön gut. Weil, guck mal Guy an, der kriegt einfach keinen Schaden. Was einerseits wieder doof ist, nämlich wenn er keinen Schaden kriegt, kriegt er auch keine Verteidigung. Also die erhöht sich ja nicht. Und das ist ein bisschen doof. Man muss auf die Fresse kriegen, damit die Verteidigung sich erhöht. Und wenn die so gut schon so einen guten Verteidigungswert haben, dass sie keinen Schaden kriegen, dann kann auch der Verteidigungswert sich nicht mehr steigern. Was irgendwie doof ist, aber irgendwo auch Sinn macht. Wenn er zu gut ist, dass er sich ja nicht mehr steigern kann, aber finde ich trotzdem doof. Oh, den kaputt. Mann, kaputt, Junge. Ach, New Kids, ne? Das war auch mal nochmal was, ne? Es gibt hier keinen linken Weg. Ich dachte, es gibt einen Weg nach links. Okay. Bitte irgendwer zuerst als Maria. Okay, danke.
Weil sie hätte die Granate nie besiegt bekommen. Jeden anderen Gegner hier kann sie, glaube ich, besiegen. Der Bogen sieht immer noch so hart falsch aus, wenn sie ihn benutzt. So am Ende der Sprite. Das ist halt falsch herum. Aber ich glaube, das liegt daran, dass sie das Original ziemlich nah getreu nachgemacht haben, also geremaked haben. In dem Original sieht das halt so aus, weil man nicht so genau wusste, wie man einen Bogen darstellt, wenn er gefeuert ist. Doch, es geht hier nach links, aber hier ist... Doch, hier ist eine Truhe. Hier kann man sie nicht übersehen. Bitte mach den Goblin nicht weg. Also den Goblin, den Maria ausgewählt hat. Ja, danke. Weil die kriegt die Granate nicht weg. Das habe ich schon zwar ein paar Mal erwähnt, aber ist halt so. Irgendwann weiß man auch nicht mehr, was man sagen soll, wenn immer dieselben Gegner kommen, man immer dieselben Angriffe macht, weil man kann nicht so viel Magie einsetzen. Man will die Magie auch gerne sparen, weil Äther so scheiße teuer sind oder... Irgendwann weiß man nicht mehr, was man im Kampf sagen soll. Danke, Maria, du bist die Beste. Ja, irgendwann weiß man nicht mehr, was man so wirklich sagen soll. Ich hätte gerne mehr AP mit Maria. Polarwind ist, glaube ich, Eis oder sowas. Ich glaube, in anderen Final Fantasies ist das ein Angriffs-Item. Könnte ich ja auch mal kurz nachgucken. Ne, Magie, Items war das natürlich. Polarwind. Ein Stein, der denselben Effekt wie Eis besitzt. Wahrscheinlich ein bisschen stärker als Eis. Vielleicht sollten wir Josef irgendwann mal heilen. Vielleicht. Ich möchte halt keine Phönixfeder für ihn verwenden. Aber momentan geht das auch noch klar. Ich bin nur so froh, dass Bosse einen angezeigt werden. Dass man vorher halt speichern kann, wenn man vor einem Boss steht und nochmal alle heilen kann, weil weil ich hier ziemlich schwach durch die Gegend immer laufe, damit unsere HP halt besser trainiert wird. Das ist... Ich weiß nicht, ob man da schwach durch die Gegend laufen muss oder ob man getroffen werden muss. Ich weiß, dass wenn die HP niedriger sind, das ist dann eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass die HP dann auch gelevelt werden. Das macht alles so irgendwo schon Sinn, aber irgendwie auch doof. Irgendwie doof. Das ganze Spiel zusammengefasst. Irgendwie doof. Irgendwie aber macht es Spaß. Es ist immer noch ein Final Fantasy. Es ist immer noch ein ganz okay Spiel. Ich weiß nur nicht, wie ich auf Dauer es aushalten werde. Weil entweder ist man überlevelt oder unterlevelt und so mittendrin gibt's nicht. Ich bin gerade teilweise überlevelt mit meinen normalen Angriffen und auch mit meiner Verteidigung. Und die HP würde ich auch schon fast sagen, dass sie überlevelt ist. Aber außer bei Maria, das geht so gerade klar. Aber zum Beispiel bei Magie und so bin ich nicht überlevelt. Ich bin hier falsch, weil ich hier schon mal war. Ich habe vergessen, dass es nach unten geht und nicht nach oben. Also mit Magie bin ich unterlevelt, aber alles andere ist overlevelt. Das ist so komisch gerade. Ich kann auch nicht die ganze Zeit Magie einsetzen, weil es eben eine Begrenzung gibt bei Magie und das sind die MP. Das ist so doof. Es gibt zwar Äther, aber wie teuer waren sie nochmal? 1000, glaube ich. Im ersten Teil waren sie so billig. Ich sollte meine, weil der so ein bisschen gefährlich aussieht, meine Angriffe mal auf den konzentrieren. War schon gut, der ist tot. Der Schatten war jetzt nicht so wirklich stark. Hoffentlich der Zombie. Ja, danke. Weil alles andere hätte sie nicht getötet. AP von Josef. Ja, wie gesagt, das ist schlimmer als wenn nix levelt, weil er ist ein temporärer Charakter. Was interessiert er mich?
gerne die Stärke von Maria weiter trainieren. Weil die ist so wirklich mega schwach. Ich bin gerade so am Überlegen, wie kommt Schnee in eine Höhle? Also tief in eine Höhle. Das macht doch keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn, ne? Macht an sich keinen Sinn. Hier scheint es ein bisschen größer zu sein. Und verzweigter. Bitte greift nicht den Ballon an, außer Maria. Wieso machst du das? Bitte greift die Granate an, außer Maria. Okay, gut. Wie gesagt, Maria kann Granaten nicht töten. Aber dann sind wir auch wieder bei dem Thema. Ich laber immer nur dieselbe Scheiße während den Kämpfen, aber was soll man auch erzählen? Ich könnte einfach von Gott und die Welt erzählen, aber mir fällt gerade nichts ein. Außerdem darf ich nicht über so zeitsensible Sachen reden. Weil das kommt hier alles ein bisschen später raus. Glaub, wenn ich das hier hochlade, haben wir Juni. Wir haben gerade Mai. Anfang Mai. Ja. Apropos Anfang Mai, ich wollte mir Sachen kaufen. Spiele. Denn ich habe mal in meine Spielebibliothek reingeguckt und habe gemerkt, hey, ich habe gar nicht so viele Rollenspiele wie gedacht. Sind sie alle hin oder ich hatte anscheinend nie viele. Ich dachte, ich hätte mal eine Phase gehabt, wo ich viele Rollenspiele gespielt habe, aber anscheinend, naja, auch viele meiner DS-Spiele sind irgendwie weggekommen auf magische Art und Weise. Weißt der Teufel wohin? Eigentlich meine halbe Sammlung fehlt. Ich hatte sehr viele DS-Spiele und gefühlt die Hälfte fehlt. Und da war, ich weiß, dass ich ein Sonic-RPG hatte für den DS. Das habe ich nicht mehr. Und ich hatte hier und da. Das Ding ist, dass ich sehr viele RPGs hatte für den DS, aber viele habe ich auch wieder verkauft. Die Final Fantasy 3 und 4, weil ich die Version mittlerweile für den für Steam habe. War ich hier oben schon? Naja, die Truhe. Dann gehen wir erstmal weiter nach unten. Truhe. Und ich hatte auch Children of Mana, habe ich auch verkauft, weil es nicht das war, was ich mir erhofft hatte. Ich habe halt gehofft, dass das sowas wie Secret of Mana ist. Das ist ja auch irgendwo, aber dann ist das irgendwie. Ich will nichts Falsches erzählen, das ist nämlich ewig her, dass ich das gespielt habe, aber war das. Das war doch eher so missionsbasiert, ne? Und nicht wirklich eine Story. Da hast du mehr gekämpft als alles andere, als wirklich eine kohärente Story. Kohärent ist, glaube ich, kein richtiges deutsches Wort, sondern so ein eingedeutschtes aus dem Englischen, ne? Also du hast keine zusammenhängende Story gehabt, sondern so einzelne Missionen, die du machen musstest. Und du hast mehr gekämpft als alles andere. Und ich hatte ziemlich schnell keine Lust auf das Spiel gehabt. Aber ich habe mir auf jeden Fall ein paar Spiele rausgesucht, die ich dann auch let's playen will. Weil wie gesagt, ich will auf dem Kanal hier alles ziemlich rollenspielmäßig halten. Ich hasse das. Wieso macht ihr eine Tür hin, wenn das sowieso nur eine Falle ist? Okay, das ist nur ein einzelner Scheißgranate, aber trotzdem. Meine Kritik bleibt. Muss Maria mal kurz ein bisschen heilen am besten. Und vielleicht ihn hier auch noch. Außerhalb von Kämpfen halt das fast gar nicht richtig. Müsste innerhalb von Kämpfen mit Potions heilen. Die machen so um die 100 oder so. Außerhalb von Kämpfen macht das einfach keinen Sinn. Was habe ich mir für Spiele rausgesucht? Ich möchte die eigentlich schon fast gar nicht hier betiteln, weil sonst sind es direkt Versprechen, die ich dann
einhalten musst. Und ja. Sind aber ein paar ältere Sachen auch dabei für die Wii, für die Xbox 360 und auch für den DS, für den 3DS. Wie gesagt, alles ein paar ältere Sachen. Das neueste dürfte für die PlayStation 4 sein. Eigentlich dürfte das neueste Trials of Mana sein. Vom Release-Datum auf jeden Fall. Also das Remake von Trials of Mana, aber wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann läuft das Let's Play schon hier auf diesem Kanal. Während ihr das hier seht. Oder lief, je nachdem wie schnell das schon vorbei ist. Der scheint mir ein bisschen stärker zu sein als der ganze Rest hier. Mal gucken, wie er es mag, verkloppt zu werden. Nicht so wirklich. Dann mache ich mal kurz eine... Warte. Mache ich kurz mal eine Pause. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe eine etwas längere Pause gemacht. Ich speichere mal so nebenbei. Ich habe mir ein paar Spiele gekauft, wie ich eben gesagt habe, dass ich es vorhabe. Und ich dachte, bevor ich es vergesse und die dann irgendwie ausverkauft sind, das sind teilweise auch gebrauchte und ich war mit den Preisen sehr zufrieden und ich wollte nicht, dass sie irgendwie teurer werden oder nicht mehr da sind und dann ich die teureren kaufen muss oder so. Habe ich gedacht, ja, kaufst du die, ich heile mal eine Runde. Da dachte ich mir, ich kaufe die am besten so schnell wie möglich. Und habe das während der Pause gemacht. Wie gesagt, ein paar alte Spiele. Ich habe jetzt nicht alle gekauft, weil das wären ein paar zu viele gewesen. Und wer weiß, ob ich die alle spielen werde. Außerdem... Scheiße, ich habe vergessen, dass ich... Kacke. Ich habe vergessen, dass Xenoblade Chronicles Definitive Edition... Ja, wieder so ein schöner Raum. Ende diesen Monats, wie gesagt, wir haben Mai, während ich hier aufnehme, dass es Ende dieses Monats rauskommt. Ich werde wahrscheinlich keine Kohle dafür haben. Ich wollte eigentlich ein Let's Play dazu machen. Weil ich mir jetzt gerade so viele andere Spiele gekauft habe. 6 Stück an der Zahl, glaube ich. Können wir mal nachgucken. Da muss ich aber mal kurz... 2, 3, 4, 5 und ein auf Steam. Ja, sind 6. 6 Spiele. Wie gesagt, da waren ein paar günstige bei und ein paar nicht so günstige. Die für die Xbox 360 aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht, die waren sehr billig. Na klar, kenne ich den Grund, weil keiner Xbox 360 Spiele haben will. Aus irgendeinem Grund hat keiner Bock auf Xbox Spiele. So die Retro-Spieler. Wo ich das nicht nachvollziehen kann, wenn du die Konsole dann doch irgendwo gemocht hast, wieso willst du dann nicht mehr davon haben? Oder wenn du die Konsole sammelst? Oder die Spiele dazu mindestens? Verstehe ich nicht. Kann mir nur recht sein, so habe ich Spiele billiger bekommen. Tatsächlich waren die teuersten die Wii-Spiele, die ich gekauft habe gerade. Ich habe 2 Wii-Spiele, ein PlayStation 2-Spiel, ein sehr schönes PlayStation 2-Spiel und 2 Xbox 360-Spiele und ein Spiel für Steam, was Trials of Mana ist. Das sage ich schon mal, weil ich weiß, dass das während des... ich kann hier die Items ändern, die Waffen. Ne, du sollst einen Potion einsetzen. Das bin ich gerade am machen. Trials of Mana, das wird wahrscheinlich laufen, während das hier läuft. Oder. Ja, ich glaube, das wird doch laufen, während das hier läuft. Aber die anderen, da bin ich mir nicht sicher, ob ich die doch auch Let's Playen werde. Wer weiß, wie lange ich das hier machen werde und so. Und ob ich nicht vorher andere Spiele dazwischen schiebe oder so. Aber das sind alles so Spiele, wo ich. Bis auf 1. Aber das sind alles so. Bis auf 2 sind das alles so Spiele, wo ich dachte,
Die wolltest du doch schon alle mal irgendwo mal gespielt haben. Das PlayStation 2 Spiel auf jeden Fall wollte ich nie spielen. Weil ich schon von Anfang an gehört habe, dass es nicht so. Außerdem. Ich sag's aber, wie es ist. Weil ich das auf jeden Fall spielen werde: Dirge of Cerberus Final Fantasy 7. Für die PlayStation 2. Ja. Da müsste ich mir noch ein Kabel kaufen, damit ich das an meiner Elgato anschließen kann. Weil ein Antikschwert. Ja, die sehen jetzt nicht so stark aus. Es gibt ein Kabel, das ist aber so kein offizielles von Sony selber, aber es gibt ein Kabel, das schließt deine PlayStation an. PlayStation 1 oder 2, kannst du dir aussuchen. Sogar an der 3 würde das passen, aber das macht keinen Sinn. Und es hat einen HDMI-Anschluss. Das würde einfach das Signal der PlayStation bzw. PlayStation 2 in ein digitales HDMI-Signal umwandeln. Und dieses Kabel möchte ich noch gerne kaufen. Und das ist ja nicht eigentlich ein Kabel, es ist mir ein Adapter, weil da noch so ein Ding zwischengeschaltet ist. Aber es wird das Kabel verkauft. Aber eigentlich ist das ein Adapter. Pirion, du guck dir mal das Antikschwert an. Das ist besser als den Ram. Wie sieht das Mithril-Schwert aus? Nicht so gut. Lassen wir das erstmal so, wie das gerade ist. Ich habe mir auch das von Hyperkin. Und ich habe mir auch das PSP-Kabel gekauft, was auch wie gesagt kein Kabel ist, sondern so ein Adapter. Weil da ist so ein kleiner Kasten zwischen den Kabel geschaltet. Und das verbraucht auch Strom, das muss am Strom anschließen und so. Ach, das wird ja auch schön, das fällt mir gerade ein. Da bei den Kabeln sind keine, da sind nur USB-Kabel bei zum Strom und nicht die Adapter für die. Die haben, glaube ich, einen Namen. Halt die Adapter, die du an der Steckdose anschließt, wo du USB-Kabel reinstecken kannst. Die sind bei den Kabeln nicht dabei, außerdem muss ich mir sowieso noch das PS2-Kabel kaufen. Aber bis ich Dirge of Cerberus irgendwann mal spiele, dauert noch ein bisschen. Weil ich zuerst Advent Children, nein, komme ich jetzt da drauf. Crisis Core wollte ich vorher noch gespielt haben. Deswegen habe ich mir vorher auch das PSP-Kabel gekauft.